Ihr Lieben da draußen, willkommen zurück. Pokercraft geht weiter, da hinten steht ein Trainer und dem haue ich jetzt eins auf die 12. Ich habe jetzt gerade eben, ich muss mal ganz kurz überlegen, was ich hier für Pokémon habe. Ich muss erstmal mal, was ist denn hier los? So, ich nehme jetzt einfach mal so hier rüber. So, jetzt gucken wir mal. Also, den Mankey, den brauchte ich jetzt nicht. Den wollte ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Was bist du für ein Level Over? So. Also. Pupita. So, der kommt für Mankey mit. Okay. Tropec, den will ich auch nicht haben. Den habe ich nur so geholt. Der kommt wieder für Meo. Glurak bleibt. Golgantes ist ja riesengroße Eisendings. Die bleiben. Die können eigentlich alle bleiben. Das sind eigentlich ganz coole Pokémon. Das ist auch cool hier, der Wolf. Ich kann mich einfach nicht für meine ganzen Pokémon scheißen. So viel tolle. Beste ist natürlich. Ah, hier ist auch. Oh, Simsala habe ich eigentlich überhaupt nicht mehr weiterentwickelt. Ich Vollidiote. Mein schöner Simsala. Und hier auch. Sandkubo hätte ich eigentlich auch mal weiterentwickeln können. Tja, gute Frage. Der Sandhaufen da. Der ist eigentlich voll lustig. Anton. Mit dem Ewigkeitsstein. So, ich geh jetzt erstmal den Trainer aufs Maul hauen hier. Wie kann man eigentlich diese ganzen Strahlen wegschalten? Weil ich habe jetzt too much Strahlen hier auf der Karte. Drückst J. Option. Dann steht da Wegpunkte. Und dann kannst du. Ja. Jetzt muss ich selber gucken gerade. Ach nee, unter Wegpunkte. Wegpunkt Leuchtfeuer. Da kannst du es denn Wegpunkt Leuchtfeuer aktivieren oder deaktivieren. Wo steht das? Also ich bin jetzt bei Wegpunkte und dann leucht Wegpunkt? Nee, also drückst J, das ist die große Karte auf. Ja. Dann hast du ja unten den Wegpunkt-Dings und daneben diesen Slider. Also dieses Slider-Symbol. Für Option meinst du? Option, genau. Ja, gehst ja, du genau. Drauf, dann müsste da halt Wegpunkte und darunter Wegpunkt-Leuchtfeuer. Ach da, okay, ja. Und da kannst du dann oben das, was blau ist, Wegpunkt-Leuchtfeuer aktivieren. Wenn du es rausnimmst, sind sie weg. Aber die werden dir dann gar nicht mehr angezeigt. Ja, kannst du dann wieder aktivieren, wenn ich sie brauche. Genau, wenn du sie brauchst, kannst du ja den wieder einfach anschalten. Nein, wo ist der Trainer hin? Nein. Wo ist. Nein, sag jetzt nicht der Trainer. Ich war doch gerade. Genau, die spawnt, oder? Nee, so schnell kann das doch nicht sein. Ach nee. Du blöder Trainer. Ach nee. Nein. Ach du blöder Trainer, ist das echt verschwunden? Ist das vielleicht eine Stadt? Mauzi. Mauzi kriegt sie jetzt erstmal hier. Bäm. Tschüss. Okay. Wir wollten eigentlich zum Trainer. Jetzt habe ich mal meinen Explorer voll verletzt. Voll Schreihals, der Explorer. Wie heißt der hier auf Deutsch? Der heißt Explaut. Bist du für einer? Achso, ist okay. Wo bist du, Trainer? Jetzt erzähl nicht, dass du weg bist. Hey, der stand noch gerade eben in meinem Garten. Oh, du hast mir in der kurzen Zwischenzeit mal ganz kurz über die Karte erklärt. Und dann ist er auch immer weg. Nee. Ach, so schnell eigentlich nicht. Nee, glaube ich auch nicht, aber hier ist nicht mehr. Ich gehe wieder zurück.
Jetzt bin ich hier. Und fress Kartoffeln. Nur? Guckt ihr mein Pocket Center um? Ich habe so dicke Wurstfinger heute, Leute. Er glanzt und ach, ich schreibe mir echt einen Wurst hier. Bist du der Trainer? Das kann nicht sein. Es kann echt nicht sein, dass die Trainer jetzt einfach so verschwunden sind. Gnome ist heute nicht da, ne? Deswegen wird hier auch nicht in der Stadt gebaut. Ich muss mal ganz kurz Glurak rausholen. Ja, so Glurak, wir suchen jetzt diesen blöden Pokémon-Trainer und hauen dem eins auf die Box. Mann! Der war doch gerade eben noch da. Das kann, ist er vielleicht in meinem Haus? Ich hab den echt verloren, den Typen. Hallo Eistüte. Das kann nicht sein, echt. Was ist denn hier los? Wir haben mitten hier sowas. Ich werde echt verrückt. Ich scheiße jetzt drauf, ihr blöden Vogel. Ich hau jetzt irgendjemand anders auf den Kopf. Ja, du bist ein Trainer und kriegst jetzt eins auf die Mütze. Auch nicht. Du bist ein Trainer, kriegst eins auf die. Greif mich jetzt schon wieder an. Also die Mauzis gehen aber echt auf den Zweiger, ne? Überall sind die Mauzis und greifen andauernd an. Mann, kein Trainer mehr da. Ich geh jetzt mal ganz kurz beim Storm wieder in der Stadt gucken. Also bei euch in der Stadt gucken. Wo ist eigentlich die Pau-Pau? Weil ich gerade über Feuerzeug rede. Ah ja, Benny ist gerade nicht anwesend. Er muss sich gerade über... Er ist wieder da.
Ich bin in ganz China mit dir, ist aber gerade Chips. Ah. Keine Ahnung, wo Papa ist. Na, seitdem sie ihr Haus abgefackelt hat, selbst natürlich. Das hat sie, glaube ich, etwas ermüdet. Das ist echt auch anstrengend. Boreas! Das fange ich mir. Weil man jetzt ein super schwaches Pokémon ist, was eh immer hier rumfliegt. Was macht denn ihr Schweinereien hier? Komm, Team Rocket, kriegst auf den Sickel hier. Keiner. Mann, ich will jetzt gegen irgendwas kämpfen hier. Mann. Auch mal die Taktik und warte einfach bis Nacht ist. Für was? Um das legendäre Pokémon zu fangen, was gerade spawnt. Boah, diese selbst ernannte Baumfarm vom Stones ist ja sowas von hässlich. Ja. Kann ich auch. Du bist nicht der Einzige, der das sagt. Weil alles immer so 100%. Darf ich das sagen? Eigentlich, wenn ich sage, Deutsch gerade ist, das ist ja auch die Schweizer und Österreicher sind ja genauso. Hahaha, ich würde ja eher italienische Bäume pflanzen. Da wachsen eben an Fichten wachsen dann eben Kokosnüsse, die schmecken dann eben nach Mandarinen. Das kommt aber nicht davon, weil wir Asbest im Boden vergraben. Das hat eigentlich ganz ehrlich nichts zu tun. Bei Asbest. Ja, das ist echt mal sowas hier bei uns. Die Leute sind echt sowas von Banane. Und das mit dem Asbest ist eigentlich kein Witz, ne? Also nicht, dass jetzt überall hier bei uns Asbest vergraben ist oder sowas, aber es gibt dann irgendwelche Bauern, die haben in der damaligen Zeit Asbest bekommen, nicht aufgekauft, sondern die Leute wollen das loswerden, weil es ja giftig ist. Die Bauern haben gesagt, ja, wir nehmen das. Dann haben die dafür Geld bekommen und dann haben sie ein großes Loch gemacht bei sich im Garten und also auf dem Feld oder sowas und haben die ganzen Scheiße reingeballert, ohne zu wissen, wie giftig das der ganze Scheiß ist. Und dann machen sie dann eben ihr Gemüse oben drauf. Okay, das legendäre Pokémon habe ich aus Versehen jetzt. Hast du es gefunden? Gefunden, ja, aber es ist tot. Hast du gekillt oder was? Ja, aus Versehen. Ich habe eine Attacke gemacht. Also es war noch über Hälfte Leben. Dann hat es mein Pokémon weggehauen. Dann habe ich mein Magnite eingesetzt und habe einmal Biss gemacht und dann war es tot. Gut, dass es nicht nur mir passiert, der ganze Mist hier. Alles zu zerstören. Ich habe ein paar Eier dabei. Ich schmeiß mal ein paar Eier. In der Wüstenstadt neben uns. Lustig. Direkt Hühner bekommen. Alles voller Hühner. Ich habe hier ein paar Hühner geworfen. Das ist alles voller Hühner. Ich mach die ganze Stadt jetzt voller Hühner. Was willst du denn hier? Knacklion! Haus aus dem Maul hier! Macht er keinen Schaden? Ach, das hat keine Wirkung auf den. Was sind das für ein Pokémon hier? Mach mal folgendes. Ich flüchte. So. Ach Mann, der nächste wartet, ey. So, darf ich jetzt hier gehen? So. Ey, was sind das für Eier, ey? Ich hab ja in jedem siebten Ei ein Huhn drin. Was für ein Eierpopaya hier bei mir. Ich habe gerade einfach mal alle 16 Eier in die Luft geworfen. Dann sind sie alle aufgeklatscht und da raus kamen dann zwei Hühner. Oder eins. Ich suche echt gerade einen Pokémon-Trainer. Ich wollte noch irgendjemanden klatschen kurz, aber nein. Der ist natürlich feige. Erstmal stand er hinter mir plötzlich bei mir im Garten. Keine Ahnung, wie der da hinter mir plötzlich stand. Vorher war er ja nicht da. Oder es kann sein, dass jemand den gekillt hat. Wenn er jemanden gekillt hat, dann ist er verschwindet, ne? Nee. Nicht, ne? Für jeden individuell. Ich in einem dir ärgern.
allem, also schöne Idee von Stone mit der Baumfarm. Aber ich finde irgendwie auch, die ist ein bisschen effizient an sich. Sekunde, ich muss mal kurz. User was moved to your channel. Hallo AMD. Sag mal, wo haben Sie bitte die ganzen Schwämme her? Ich habe doch keine Schwämme mehr. Ja, die hast du keine, die hat sie ja auch alle ausgefringt. Deswegen ist der Nordpol und der Südpol auch gerade auch alles gestiegen. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Oh, aber hast du die Hecke hier gebaut? Ja. Okay, und dann, was kommt. Was hast du jetzt eigentlich vor? Also, die genaue Erklärung, bitte. Hier kommt alles hin. Ja, sag es nicht, regnet gerade, Mann. Ja, natürlich, ist ja klar. Kaum bist du da, regnet es wieder. Ja, mach mal einen Schirm hier drüber, sonst läuft das Wasser ja wieder rein. Ja, was meinst du, warum die Mauer da ist? Warum baust du eigentlich so tief? Was willst du im Keller, willst du Leichen im Keller stapeln oder was? Ja, natürlich wird im Keller gestartet. Was meinst du, wo die Luxussuiten hinkommen? Im Keller oder was? Ja, natürlich, mit Glas, dass du richtig schön ins Meer siehst. Oh. Hast du schon eine Idee, wie das ganze Projekt startet? Ja, unten. Okay, nochmal. Was du genau bauen möchtest? Ein Hotel! Erklären Sie mir doch mal genau von Grund unten auf bis oben, was da hingebaut werden soll. Du Vollpfosten, echt. Du bist Vollpfosten. Echt. Hier ist das Snobviertel. Was kommt hier wohl hin? Weiß ich nicht. Goldnuggets? Hallo. Hier zum Beispiel schon mit Wasserfall. Und mit Erdetreppe, aha. Ja, gerade noch. Weil hier geht dann der Weg entlang und links und rechts ist das Wasser, was nach unten fällt. Dann kommt da unten ein bisschen Bänkchen hin und Schirmchen. Und hier ist dann der Eingang. Wo wie hoch soll das machen. Ganze Hotel, soll das bis hierhin, hier hochkommen oder noch höher? Das geht natürlich noch höher. Okay, nicht schlecht. Oh cool, da ist die Burg schon fertig. Da bräuchte ich nicht mehr selber Level. Ach, guck mal hier. Nimm mit jetzt hier, komm her. Direkt einen Beutel hier, Finsterball werfen. Du brauchst nämlich nicht mehr Level. Bin sogar zu faul dafür. Ich habe gerade mit meinem Starter-Pokémon vor 7 Level gemacht. Für was? Was hast du gemacht? Ja, ich habe da einfach ein Pokémon, was mein Pokémon nichts anhaben konnte. Und dann habe ich einfach mal durchgewechselt. Ah, okay. Ich hab gedacht, ich wär tot. Du bist, glaube ich, der Einzige mit Pikachu. Nein. Wer hat denn noch einen? Ich hab den ja nur bekommen, aber irgendjemand hatte schon einen. Oh, das ist ein Charmander. Ah, hier, Glubanda. Ja, ich hab Kolossusand gefangen. Und Glurak ist ein Level aufgestiegen. Ja, oh, Flammenwurf hat er bekommen. Ist das nicht Flammenwurf, was du mir gerade eben gegeben hast? Was? Ja. Ah. Da hast du für ein anderes Feuer-Pokémon denn? Ja, aber wo bist du? Sitzt du gerade auf dem Klo oder was? Der Essen schwimmt immer noch. Ich hab halt den Mund voll gehabt und mein Mikro nach unten gedreht. Ich habe gerade die Sandburg gefangen. Ich hab's gesehen. Ich stehe jetzt hier unten. Ich stand gerade noch irgendwo auf dem Pokécenter. Achso. Ich warte auf Pokémon. Den Flammenwurf habe ich nicht erlernt, weil der schwächer ist als meine ganzen anderen Feuerattacken. Ja, viel, viel schwächer. Für andere Feuer-Pokémon nehmen. Indem du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, ne? Ja, was heißt da Hilfe? Ich habe mir schon ein Design vorgestellt. Also ich kann das gerne, dass das Loch wieder zukippen mit Wasser hier. Ich kipp dich auch gleich mit Wasser zu. Wer ist denn hier eigentlich derjenige, der den englischen Rasen mäht? Der muss nicht gemäht werden. Das regnet hier so oft, da kann gar nichts großartig wachsen. Das
Das ist alles hier Kunstrasen, weil es ist so verregnet hier. Das geht gar nicht anders. Irgendwo muss ich bei dem Pokémon hier an Age of Empires denken. Warum? An welchem Pokémon? Einem Volo. Achso, ja. Volo. Außerdem, die Hecke ist ja dafür da, weil die Hotelgäste natürlich nicht wollen, dass gespannt wird. Klatschen. Mit groß geschrieben. Heute mal ganz, ganz gut. Nun Arena. Ne, Arena. Katz, kotzen mich gerade an. Krieg sie immer auf die Fresse in den Arenen. Also, hier Maria hat aber keine Ahnung. Maria hat keine Ahnung? Na, guck doch, kommt doch mal her hier. Wir kommen doch mal Richtung Lager. Okay. Und dann klick mal auf die hier, was die sagt. Ja, ich bin gefüllt mit Pokémon. Nichts als Pokémon. Ja. Und du bist nicht gefüllt. Keine Ahnung. Du bist aber nicht gefüllt von mit Pokémon. Ja, sorry. Du hast einfach keine nur so die Ahnung. Schnauze voll, oder wie? Buddel. Das Haus, ich weiß nicht, mein Haus muss ich irgendwie, also das ich hier hingekneistert habe, das muss ich glaube ich immer wieder abreißen. Oder einfach lassen. Oder umbauen. Ich habe noch kein Haus. Nee, das ist einfach dieses Haus, was ich hier in die Stadt gebaut habe, damit wir die Stadt langsam füllen können. Ich glaube, das geht besser so, oder? Ja, okay. Ich wollte nur mal eben Bescheid sagen, dass ich hier kurz wieder fertig mache, ne? Weil hier ist jetzt zugewachsen, jetzt können wir das sauber machen. Ja, okay. Na, Dexi. Na? Ich habe einen neuen Vogel. Hast du den gesehen? Ja, den finde ich eigentlich ganz cool sogar, diesen Eisenvogel. Ja, Panzeron heißt er. Er ist nicht ganz so gut wie der Feuervogel, den ich habe. Dieser eine da. Was heißt Fiaro? Das Problem ist, dass manche Tiere haben ja diesen Speed Boost und den hat bisher nur der eine Vogel. Ich weiß nicht, ob eure Pokémon den auch haben. Sollten sie eigentlich. Was ist los? Ich baue wieder zu viel ab. MD, ich brauche noch eben einen Wassereimer. Haben wir noch einmal unten in der Nähe? Wir haben 100% noch einmal. Ich wollte gerade sagen, kann mir jemand einen Wassereimer bringen. Wie geil. Du brauchst keinen Wassereimer, du hast doch eh bestimmt ein undichtes Dach. Und ich habe kein undichtes Dach. Ne, du hast einen Dachschaden. Das sowieso. Das ist Grundvoraussetzung. Du hast gerade selber gesagt, du hast einen neuen Vogel. Damit hast du dich geoutet. Hier sind Eimer. Brauchst du noch Eimer? Ich bin schon fertig. Ah, okay. Bing. Oh. Au. Übrigens, Kim. Ja. Was hier eigentlich mit dem Möhrenfeld? Ja. Können wir doch wegmachen, oder? Ja. Aber? Ich meine, die Fläche, also der Keller, der ist jetzt schon mal ausgehoben hier. Mhm. Au. Das soll ungefähr so breit sein wie da unten. Da ist laufende Walle. Ich bin übrigens ganz beeindruckt gerade eben gewesen von deinen Schiffis. Von meinen Schiffis? Ja, weil wir sind ja jetzt insgesamt. Benny, wie viele Folgen sind wir? 8? 7? 6 Folgen? Nur
glaube insgesamt 8. 8 Folgen komplett nur durch die Walachei gerannt, um den Urwald zu finden. Also gesehen, 15.000 Blöcke hin und her. Insgesamt, wie viel Mal sind wir jetzt eigentlich? Ne? 15.000, 30.000, fast 60.000 Blöcke sind wir hin und her geflogen. Ja, circa, ja. Und dann kommst du am Ende dann nach Hause, hast eigentlich schon alles gesehen und auf einmal plötzlich tauchen zwei Schiffe auf. Und ich hab gerade eben noch gesagt, ey, guck mal, hier sind zwei Schiffe, wie cool ist das denn? Und dann war das Kim's Base. Ja. Siehst du? Ich wollte. Würdest du die Minimap mal mehr nutzen? Wir wollten sie eigentlich gerade eben plündern. Entern. Enter könnt ihr die, da ist nicht sonderlich viel drauf aktuell. Die sind nur zu Deko. TNT-Kanonen. Aber ich hatte Enton nicht dabei, also konnten wir nicht entern. Böses da, Andi. Böses da, Andi. Was denn? Wenn wir hier irgendwelche TNT-Kanonen aufbauen, dann sind die bestimmt nicht auf meine Schiffe gerichtet. Nein, die sind von deinen Schiffen auf Decks gerichtet, wenn dann. Das ist eigentlich eine gute. Gibt's eigentlich Kanonen? Kanonen selber nicht, nee, aber man kann welche bauen. Die sind nur meistens sehr klobig. Ja, Leute, ich müsste die eigentlich mal in deine Richtung lenken. Von meinem Feld aus. Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn Visor? Wieso warum springst du mir hinterher? Weil ich da hochspringen wollte. Und welches gar? Ich baue ganz gerne mal. Das ist so. Also der Urwald ist echt cool. Und übrigens Wassertempel, AMD, sind eigentlich direkt hier bei uns um die Ecke. Einfach mal kurz ins Wasser laufen. Also hier ins Meer. Nicht irgendwie. Das habe ich euch doch gesagt. Wie muss es nicht sagen? Ich weiß es. Richtig abbauen. Denkst du, das machst du hier? Wasser? Wird jetzt hier reingekippt? Aber damit warum denn so? Warum nicht? Das ist, ich meine, wenn du es hier oben wieder zubaust, kannst du es so machen. Richtig. Dann sieht man doch kein Wasser. Ja, genau. Ich will das Wasser ja nicht sehen. Das ist doch teilweise ganz hübsch. Ich weiß, aber das hat ja dieses neue. Wie heißt das hier? System. Hat ja selber schon Wasser drin. Wenn du das schon mal gesehen hast. Übrigens muss ich mal bei Peter anrufen. Sobald es den Regen oder was? Nee. Bei meinen. Weizenfeldern oder bei Möhrchenfeldern oder sowas oder Kartoffelfeldern, die haben da schon so eine Art Wasserrinne drin. Automatisch, also irgendwie schon integriert oder so, das keine Ahnung. Das ist nur die Deko, das ist nur Dekodex, das ist kein richtiges Wasser. Nee, aber das, dann brauche ich ja nicht noch ein Wasserfeld nebenan zu legen, wenn das dann schon. Ja, gut. Das ist halt, es stand auch bei dir in den Kommentaren drin, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, dass du inzwischen ein Wasserfeld und 9x9. Genau, also ich muss nicht so eng, ich weiß, aber ich finde das irgendwie gerade besser. Ja, guck mal, du machst, wie du willst. Ich will es dir nicht vorschreiben. Es ist einfach nur, ich dachte, vielleicht weißt du es nicht. Man kann ja auch nicht alles wissen in so einem Spiel. Ich weiß nur, dass das, Jetzt komme ich schon. Hat jemand einen Eimer? Ich muss im Eimer holen gehen. Kurz. Ja, hier, Dex, bei Fuß. Mit Wasser? Nein. Also, du bist am Meer. Ach, ich hab keine Ahnung. Im Hinter. Wieso war klar, dass du wieder keinen Platz Dex, mehr hast? Dex, pack doch einfach die Pokebälle raus, wenn du keinen Platz mehr hast. Nein. Die bleibt, man weiß ja nie, was man sagt. Du bist doch direkt neben deiner Base. Im Zweifelsfall kannst du die doch holen. Du hast doch deine Schulkerkiste. Benutz die doch mal. Und sind das deine Orden? Das sind meine zwei Orden, ja. Okay, cool. Das finde ich schöner als diese Tasche. Die Tasche ist scheiße. So kurz. Aber naja, jedermanns Geschmack, ne? Wo war die Dreckskiste? Das war die Idee. Das so, jetzt wollen wir mal wieder gucken, ob die. Noch Eisen bauen. Ob die Mine jetzt schon mal BG-konform ist. B- und G-Form. Wie ABC-Form. Also, das ist schon mal nicht BG-konform. Müssen die Schaltplatte doch haben? Oder ich habe sie die extra. Ich bin jetzt 8 Folgen lang. 30.000 Blöcke mit dieser bescheuerten CD rumgerannt, um sie dir mitzubringen und dann sagst du, ich nehme mir den Scheiß, kannst du fahren. Ich finde die Schallplatten, die Musik von den Schallplatten heißt zu langweilig. Damals waren die eigentlich ganz gut, oder? AMD, die damaligen? Das gab damals, glaube ich, nur 3 oder so, ne? Damals gab es. Ich meine, ein paar. Wenn du möchtest, kann ich damit gerne was anstellen. Ja, deswegen hatte ich die ja mitgebracht, weil ich wusste ja ganz genau, dass du mal wieder dumme Sachen wieder im Kopf hast. Ich habe keine dummen Sachen im Kopf. Dann, du hast wirres Zeugs in der Birne. Geht das? Ist das besser?
Gib her! Hier. Was ist denn das? Okay. Dann lass ich mir dazu was einfallen. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo man jetzt ein Eimer sind. Da ein paar mehr Eimer irgendwo rumfliegen. Da ist noch ein Wassereimer, super. Aber... Dex, wie ist das eigentlich mit Copyright und den Schallplatten? Ich habe keine Ahnung. Ist ja Minecraft-Musik. Nicht ja, ne? Eigentlich ist das... Eigentlich dürfte ich da... Das wäre es jetzt noch, ey. Also dann ich gehe ich auf... Ich das jetzt irgendwo hinbau und Dex wird gestrikt. Dann werde ich ganz sicher... Dann ist Schluss und dann werde ich bei YouTube nicht mehr Videos hochladen. Aber ich dachte, doch, wäre bei YouPorn, wie ich das damals gemacht habe. Hier ist irgendeine laufende Wolle. Ich brauche Wolle. Ja. Was ist eigentlich mit Wolle? Kann ich die... Es gibt ja keine Schafe. Es gibt keine Schafe. Also muss ich die Wollululus haben, ja? Die Wollulus oder diese Voltilam. Und okay. Das Problem ist, du siehst ja, jetzt wo du meine Schiffe gesehen hast, die haben Segel. Die sind aus Wolle. Ja, ich weiß es. Ich weiß nicht, wie viele ich von diesen Schaf-Pokémon umgebracht habe, nur um an das bisschen Wolle ranzukommen. Die droppen ja immer nur so 2 bis 3. Ha! So. Und ich bin noch nicht mal ganz fertig. Die sind noch nicht ganz fertig. Nein, ich bin reingefallen. Ich bin wie Team Rocket. In meinen eigenen Graben bin ich reingefallen. Und Team Rockets ist eigentlich, verdienen die viel mehr Respekt, als man ihnen zuspricht. Ich finde das, ja, Team Rocket ist aber auch, ich finde das immer so schrecklich. Die haben so tolle Ideen, weißt du, so, ich bin jetzt gerade bei Staffel 4 und dann sind sie dann da mit der Beauty-Sachen. Wir haben jetzt eine Beauty-Dings und das, wir sind so gut und dann die Leute freuen sich, da haben wir auch, weil die einfach gut sind da drin. Und dann fangen sie dann doch wieder an, Pokémon zu klauen. Und das klappt nicht so ganz bei denen. Huch! Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das doch auch so, dass die all das, was sie normalerweise machen, auch das, womit sie Erfolg haben, machen sie ja eigentlich immer nur, um an Pikachu ranzukommen. Ja, vor allem Pikachu, ne? Warum Pikachu? Sie haben ein sprechendes, intelligentes Pokémon. Ja. Mauzi ist viel eigenartiger, einzigartiger als dieses Pikachu. Ich finde auch Mauzi super. Ja, ich auch. Der ist voll cool. Miauz, genau! Miauz, genau! Dex, was machst denn du jetzt gerade da? Wir haben dir doch gesagt, du brauchst nur 9 Felder frei und dann. Ja. Das habt ihr doch gerade gehört, das habe ich ihm doch auch gerade gesagt und er hat doch einen Grund dafür. Das ist doch alles gut. Lass es ihm machen, wie er möchte. Richtig, Dex macht sowieso, was er will. Aber ich höre euch gerne zu und ignoriere euch dann gekonnt. diese Team Rocket hat den Graben zugebaut hier. So, jetzt haben wir Wasser unterirdisch, man sieht's nicht. Und wir haben jetzt Wasser in alle Richtungen. Oh, das ist du hast übrigens das verloren. Kim, verlierst du Einzelteile? Du weißt doch, ich habe eine Schraube locker. Ja, komm doch mal hier. Hier liegt ein Pokéball. Den habe ich dir gerade zugeworfen. Okay. Ach komm, du blöder Köder. Komm her, ich level dann dir meinen Vogel. Die gehen mir voll auf den Nerv, ey. Die greifen andauernd an. Ja, ich meuchel gerade doch mal um dich rum. Die dissen mich! Hast du jetzt eigentlich gesehen, dass ich den ersten meines Trios habe? Den was hast du gefahren? Den ersten vom Trio. Ich hab Suicune. Ja, das habe ich gesehen. Wo hast denn den her? Der ist hier aufgetaucht. Das war der. Ich hatte dir auch letztens erzählt, dass ich das Raphael mit Pokémon gefangen hat, weil es bei mir absolut nicht im Pokéball bleiben wollte. Ja, bei mir auch. Mhm. Und Raphael hat ihn dann im Endeffekt, weil sie ein paar unterschiedliche Pokébälle hatte. Mit dem Turbo-Ball gefangen. Ah ja, okay, ist ein schnelles Pokémon, ja. Ja, super schnelles Pokémon und dementsprechend ist ein Turbo-Ball natürlich effektiv. Ich hatte nur solche Sachen wie ein Hyperball oder ein Finsterball oder sowas, oder Tauchball. Ich hatte keine Turbo-Bälle. Dann hatte ich, nachdem meine Pokémon durch waren, weil ich den ja auch nicht töten wollte, hatte dann Rafa mir den gefangen. Ja, ist super. Hast du Lust? Das ist der erste von den dreien. Hast du Lust, was zu machen? Ja. Grundsätzlich immer. Auch was für mich zu machen? Möchtest du, dass ich dir Haken helfe? Nee, Haken nicht. Das mache ich selber. Du kannst mir aber gerne... Ich gebe dir den Eimer, den du mir gegeben hast, den gebe ich dir wieder zurück. Ich brauche 2 Eimer, achso. Hier, du brauchst eigentlich nur einen. Und dann nimmst du hier aus dem ewigen Brunnen und dann... Fällst du hier rein? Gibst du Wasser rein. Und ich kann machen. Und ich gehe die Samen holen. Wir sind doch dabei den Hühnern.
Mann, das greift mich denn jetzt an? Ja, Mann, ey, ich werde andauernd angegriffen in meinem Garten. Gerade eben war hier ein Pokémon-Trainer, der hat sich wirklich hinter mich geschlichen. Da hat sich umgedreht und dann so, huch, was will der denn hier? Und weil er mich erschreckt hat, habe ich gesagt, okay, dann hau ich ihn aus dem Maul. Hab die Aufnahme gestartet, bin kurz in die Stadt, haben kurz was diskutiert mit Benny. Oder Benny hat mir irgendwas erklärt und dann bin ich wieder zurück in mein Haus und dann war er weg. Einfach so verschwunden. Die spawnt halt. Schätze ich mal. Das ist fies. Erst irgendwie erschrecken und dann wegrennen. Also wenn jemand Eier braucht. Ich zu Kübchen. Bist du sicher? Kübchen hat mehr Hühner als du. Aber bist du sicher? Das sind aber keine Freilaufhühner. Ja. Bei Kübchen nicht. Bei Kübchen ist es Bodenhaltung. Willst du das? Ne, ist das eigentlich ziemlich egal. Oh, ich hab echt so wenig Samen. Krass. Wieso sind die zum Beispiel jetzt nicht gewässert? Manchmal braucht das einen Augenblick. Ja, weil die einige Stellen sind wässrig. Ja, das dauert manchmal einfach so eine Weile, dass das sich bewässert. Okay. Zur Not einfach bis zum nächsten Regen warten und dann müsste alles bewässert werden. Und es sollte sich auch hinz eigentlich. Ist da jetzt keine Garantie drauf. Weil mit Farmen habe ich mich bisher noch nicht so mega viel beschäftigt. Das mache ich eigentlich immer automatisch. Sollte sich nicht entwässern, wenn Wasser innerhalb eines 4-Block-Radius ist es? 5-Block? Je nachdem, wie man es definiert. Okay. Also eigentlich sollte das, was du hier hast, funktionieren. Müsste ja eigentlich. Also ich hatte sonst immer, eigentlich habe ich mal so einen Wassergraben jetzt einfach mal dazwischen gemacht. Aber den fand ich jetzt ein bisschen gerade doof. Und deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Ja, ist okay. Ich werde die nächsten Aufnahmen ein bisschen weiterbauen an meinem Hafengebiet, dann kann ich euch das irgendwann mal zeigen. Ja, also ich finde das gerade eben ganz cool. Dankeschön. Und auch angenehm, mal was anderes zu sehen, außer 7500 Milliarden Blöcke, alles, aber nur nicht kein Home mehr. Na, ich habe 7500 Milliarden Blöcke abgebaut bis jetzt wahrscheinlich. AMD, haben wir eigentlich mal wieder Eisen irgendwo rumfliegen? Ja, haben wir, wieso? Dann könnten wir vielleicht mal den Steg zum Netherportal. Ich bin übrigens fertig, Dex. Danke. Mal wieder zu bauen. Hast du Samen rein zufällig irgendwo rumfliegen? Frag doch, guck doch mal im. Wie heißt das? Lager. Genau. Ich kann dir mal gucken, ob ich dir welche finde. Nur Weizensamen? Nur Weizensamen, ja. 21 Dex, ich habe hier übrigens einen von deinen kleinen Setzlingen. Kleinen Schößlingen, kleinen Hühnchen. Hier. Da, mitten links. Okay. Hast du dich, hast du echt gekillt? Boss. Oh, cool. Boss war nett. Meins. Level 90! Wie bist du denn da rübergekommen, verdammte Hake? Das wird nichts, das krieg ich nicht tot. Wir müssen hier rübergekommen. Okay, so. Auf jeden Fall, wir haben mindestens ein Stack Eisen. Warum ist Kümchen kommen? Weil Kümchen sich mit Pokémon auskennt. Ey, den war ich, der ist easy. Nee, hey, war ich. Was ist denn hier los? Hier wird genug gestritten um die Pokémon. Also, Boss-Bonnet, Dex, da habe ich dir sogar das Dings geschenkt von der Mega-Entwicklung. Okay, ja? Ich glaube nicht, dass ich ohne das Wissen, dass ich irgendetwas kann. Wo ist denn der? Bei Dex direkt an den Weizenfeldern. Yo. Machst du platt? Yo. Nein. Ups. Ich bin dann bei weitem nicht stark genug für meine Pokémon sind. Guten Tag. Hallo. Oh, legendär. Ja, der ist 20 Level über meinem stärksten und mein stärkstes war 70. Eben halt das
Er ist Unlichtattacken. Ha! Hab ich nicht auf meinen Stark. Sehr gut. Benni macht. Also, lass mich kurz versuchen. Oh. Okay. Aber jetzt kann ich nicht hinkommen. Okay. Hätte mal geguckt, was ist denn das für einer? Der 66, ey. 66. Wie kommt der an dein Land? Woher kommen die an dieses Level? Hast du ihn schon so gefangen? Ah, mit 65 habe ich ihn, glaube ich, gefangen. Ah, war ja, kurz. Sagen wir mal so, den Vogel, den ich mir gefangen habe, der war Level 50. Das Bisofang war auch in dem Level. Oh. Das ja, alles gut. Achso, Ikun war ja nun auch so hoch. Das ist der Geburtstag, wird vor mir unklar. Aber der sieht cool aus. Mhm. Hier. Wow. Ach, Leute. Die Pokebälle. Wollen wir mal gleich nochmal hochheilen? Oder? Okay. Der Vogel, als guter Tipp, das ist ein übelster Tank. Okay. Ja, der kriegt fast gar keinen Schaden. Auch gegen den? Ja, der hat jetzt nicht mal. Jetzt ist er gerade mal unter die Hälfte. Nach 3 Attacken. Das Banett ist beim roten Bereich. Oh. Ja, das Banett ist gleich tot. Naja, ich kann ja gerade zugucken. Das war gut für dich. Dann jetzt. Weil. Siehst du ja das Leben, glaube ich, ne? Mhm. 2 Pixel. Und. Alter! Tot! Dann geh doch runter. Dann kannst du mit dir reden. Leerer Orb. Wieso? Ich mach Edel nicht mehr so lange jetzt dann so. Totem auf Undying sieht lustig aus. Oh, jetzt muss ich gucken, was ist der Lehrer Orb? Krass. Warum habe ich eigentlich hier keine Tür? Verstehe ich gerade nicht. Weil du keine da reingesetzt hast? Ja, warum? Ich habe so viele Türen. Und hier habe ich keine Tür hier? Hier unten ist eine Tür. Also hier oben noch eine hin. Hier so. Oder hier. Jo. Jemand ist über mein... Yes! Was ist los? Das Orb ist dafür da, damit kann ich an diesen Schreiendex, die wir jetzt ganz oft schon gesehen haben, ja. Da kannst du, wenn du das jetzt auffüllst, das musst du mit einem Wasserstein, Dingsstein, was auch immer, für das jeweilige halt, je nachdem welches du dir halt fangen möchtest, welches Pokémon, musst du das craften und dann musst du damit ganz viele Pokémon klatschen und dann kannst du das legendäre Pokémon beschwören. Ah, okay. Cool. Das muss man so gesehen aufladen, das Teil, ja? Ich werde mir dann definitiv Arktos mitfangen. Aber erst brauche ich dafür Eisshards. Ja, mein Magnein, beste Pokémon. Ist halt Unlicht, also sehr effektiv gegen. Das ist der dicke, ne? Ne, das war der kleine Buffy. Der dicke ist Gesteinstahl. Der ist aber auch eigentlich super stark gegen alle möglichen Legendären. Ah, sehr schön, habe ich mal so ein Orb. Leider keine Petheiler bekommen, aber so ein Orb. Hä? Ah ne, okay, ich wollte gerade sagen. Ich wollte sagen, es sind irgendwie alle nicht bewässert, aber doch was. Ich habe keine Samen mehr. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Achso, ich dachte, du hättest irgendwie wieder vergessen. Bin nicht Dex? Wieso? Guck mal, mehr Hühner als ich, das geht gar nicht, glaube ich nicht. Ich meine jetzt mehr Hühner. Das kann der Dex nicht auf sich sitzen lassen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe sogar Hühner in die Wüste gebracht. Ich hab da keine Ahnung, wie viele Hühnereier ich mitgenommen habe und habe die in die Wüste geworfen. Ich muss aber mal eben das Schaf noch möcheln. Haltet. Ich hab's voll drauf. Oh, lass mich doch in Ruhe jetzt. Ich will auch gar keinen Kampf. Ja, komm, flüchten. Mann. So, ja. Dixon, sind ja. Hier.
Ich wollte gerade sagen, das waren alle. Okay, danke schön. Ich wollte gerade echt gerade sagen, wow, da bin ich ja beim Alleinefahren mehr schnell. Schon wieder, du blöde Katze. Ey, ich würde euch gerne. Dankeschön. Jetzt erstmal. Ey, Schaman ist, glaube ich, für den Anfang gar nicht schlecht, weil das kann Viecher einschläfern. Ja, es ist aber für den Anfang soll man da die Füße stillhalten, wo es ganz gut ist. Weil das nervt echt. Andauernd greift es mich an. Ist egal, wenn du hier vorbeigehst. So, Leute, ich sag erstmal für diese Folge tschüss. Wir sehen uns. Ist ja schon wieder mega Überfolge. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann wird das, glaube ich, das Feld hier fertig schon sein. Bis dann und tschüss. Have fun.